Yo, hier ist Andi von der Steckkasten-Crew. Ein neuer Mock kommt dazu. Ich mach jetzt ein Review. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf dem Vintage und Retro Lego YouTube-Kanal der Steckkasten-Crew. Ich will nicht lange drumherum reden. Ihr seht noch nichts. Ich spiele euch mal kurz was ein. Ein Stahlgigant, der mit 15 Liter Hubraum und 600 PS über die langen Highways der Vereinigten Staaten von Amerika gefahren ist, mit riesengroßen Trailern hinten dran, die nicht auf diesen Schreibtisch passen würden, wenn man sie nachbauen würde. So, der ein oder andere wird jetzt wissen, worum es geht, oder vielleicht eine Vorahnung haben. Eins vorweg, mein Tisch ist ein kleines bisschen größer als Basti seiner damals war, ihr habt das ja gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das Ding, was jetzt kommt, ist groß. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Boom. Das ist das Ding. Mein 5580 Trailer-Mock. Und zwar, Basti hat ja gesagt, das Ding würde nicht auf den Tisch passen, weil es keine Ahnung wie lang ist. Und das habe ich zum Anlass genommen und habe ja, drauf losgebaut. Einfach so. Also nicht ganz einfach so drauf losgebaut. Ich habe mir schon da Kopf beigemacht. Aber quasi habe ich geguckt, was man machen kann. Und die wunderbare Zugmaschine hat ja Basti schon im Review gezeigt. Das verlinke ich euch sehr gerne. Und wir brauchen dann natürlich was für. Dieser Highway-Kreuzer braucht was zum Ziehen. Und wir brauchen was zum Bauen. Und ich brauche was zum Zeigen. Also, na, eins führt zum anderen. Und dabei ist dieses schöne Schmuckstück entstanden. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen. Wir gehen mal ein bisschen was durch. Vorneweg, an dem Highway Truck ist nur eine einzige Modifikation passiert. Und zwar an der Aufnahme, an dieser Drehtelleraufnahme für den Trailer, der nicht existiert. Der ist normalerweise so ein bisschen gekippt gelagert. Ich habe den aber eben gemacht, damit ich hier beim Auflieger leichteres Spiel habe. Und dann bin ich einfach dahergegangen und habe von dem großen schwarzen, ich glaube 5590, von diesem großen schwarzen Sattelschlepper, der hat ja einen Trailer. Und der hat aber einen Stufentrailer. Da geht die Ladefläche so und dann geht es ein Stück hoch und dann kommt man zum Kupplungsteil. Das wollte ich nicht. Ich wollte einen, der gerade ist. Aber ich habe mich trotzdem daran orientiert. Wir haben hier eine Trägerkonstruktion aus Technik-Bricks, die zeige ich euch gleich. Und dann geht es mit Platten los und dann sind die Platten versteift in allen möglichen Variationen. Dann geht es hoch und dann oben nochmal dasselbe. Also ihr seht jetzt zwar hier die Dachkante aus Plates, aber unten drunter ist zum Beispiel nochmal eine quer senkrecht dazu, die das Ganze dann einfach versteift. Ja, wo fangen wir an? Ich sag, wir kippen den mal. Kippen kann er nicht. Wir koppeln den mal ab und dann zeige ich euch mal, was hier so los ist. Ich habe natürlich als allererstes dafür gesorgt, dass der auch ohne was stehen kann, und zwar mit so einem Standfuß-Outrigger. Ich fahre den mal so. Ne, das sieht man den ja gar nicht. So. Das ist der Drehteller hier. Und wie gesagt, den habe ich einfach nur genommen und habe den, das sieht man gar nicht, vor meinem schwarzen Pullover. Das ist der Drehteller und den habe ich nur genommen und habe den befestigt. Mehr ist hier nicht passiert. Der ist sonst noch stock, genauso wie ihr im Video gesehen habt. Oder auch genauso, wie er hier drauf zu sehen ist. An dieser Stelle nochmal dicken Dank an Thorsten. Der Thorsten hat sich bei uns bei Bastis Fabuland-Video gemeldet, weil er auch Fabuland-Sets hat. Und wir kamen dann so ein bisschen ins Gespräch und dann kam dabei raus, dass er noch ein paar OVPs abzugeben hat. Und er hatte auch die. Und habe ich natürlich zugeschlagen, weil Set und Anleitung hatte ich ja schon, aber das gute Ding noch nicht. Und da musste ich einfach zugreifen. Und das Ding sieht noch besser aus als auf den Fotos. Also es ist der Hammer. Ne? Wunderbarer, wunderschöner Klappkarton. Also genauso wie er hier abgebildet ist, so ist er auch geblieben. Und dann geht's los. Wir gucken gleich mal von unten. So sieht die Konstruktion von unten aus. Ist jetzt nichts Besonderes. Es sind halt viele Platten und Technik-Bricks und nochmal Platten und ein paar Bricks und nochmal Platten. Damit es halt einigermaßen steif wird.
So. Das ist die zweite oder dritte Iteration. Die erste war tatsächlich genauso lang wie der andere Trailer. Der war mir dann aber zu kurz. Denn das hat einfach nicht gewirkt. Also nur mal zum Vergleich. Das ist der Trailer. Das ist die Zugmaschine. Oder wir machen es mal so. Das ist die Zugmaschine. Also dieses ganze Stück kommt noch extra dran. Und der war vielleicht bis hier, also nur dieses Stück länger. Hat mir nicht so gefallen, so lange wie es ging. Jetzt gibt es natürlich ein Problem an der Sache. Das Ding ist hungrig. Nach weißen Steinen und Platten. Hier ging alles rein, was ich noch da hatte. Hier ging so viel Zeug rein, was ich gar nicht mehr hatte, dass ich sogar auf die Panel zurückgreifen musste. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Das sind diese 5er hohen Panel. Ist das 5er hoch oder 6er hoch? 5. In 3er Breite, in 2er Breite und teilweise sogar in 1er Breite, weil ich einfach nichts anderes hatte. Und dann habe ich versucht, möglichst symmetrisch zu bauen. Und im Endeffekt hatte ich dann die Basis, habe dann die Platten draufgesetzt, habe dann angefangen zu bauen und zu gucken, dass es einigermaßen steif ist. Dann habe ich mich noch entschieden, dass ein paar Sachen einfach noch dran müssen, wie zum Beispiel hinten die Türen, die man öffnen kann. Hier kann man auch reingucken, da ist jetzt natürlich nichts drin. Und das hat mir auch mit den Türen bzw. mit der Öffnung hinten beim Bauen ganz gut geholfen, weil ab und an musste ich hier gegendrücken innen drin. Und das passiert dann halt, indem man hier den Arm rein versenkt. Und also mein ganzer Arm bis zum Ellenbogen ist hier verschwunden. Es ist der Hammer. Also ich finde den super gut. Eigenlob stinkt ja gewöhnlich, aber ich finde den trotzdem super gut. Ich habe den auch Basti gezeigt, der hat sich fast nicht mehr einbekommen. Und da wusste ich, ja, habe das Richtige gemacht. Was natürlich auch sofort auffällt, ist die Farbgebung. Wir haben natürlich die gleichen Farben wie beim Highway Rig. Und ich habe extra sogar darauf geachtet, dass das in einer Linie läuft. Das heißt, Blau läuft auf einer Höhe und Rot läuft auf einer Höhe und in genau der gleichen Stärke. Wir haben einen Brick hoch Blau, eine Plate hoch Rot. Das geht bis hier hinter und dann gehen wir in 2er Breite hoch und rüber und auch wieder runter. Und hier in 4er Breite hoch, rüber und runter. Und hier vorne ist es halt in 1er Breite und 2er, also habe ich das verdoppelt, damit das mehr wirkt, weil das Ding ist ja auch größer. Dann natürlich Light Gray Model Team Räder und auch, weiß nicht, ob man das sehen kann, hier oben an allen vier Ecken diese Begrenzungsleuchten, die es ja hier auch überall gibt. Und dann habe ich hier an der Seite hier, hier und hier auch noch welche hinzugefügt, weil es einfach wirkt und außerdem hat der Highway Rig die hier auch an der Seite. So. Genau. Dann, in der ersten Iteration waren noch nicht ganz so viele Details hier dran. Ich habe dann auch geschaut, dass ich den Rathausbogen besser hinbekomme. Und ein Tipp von Basti und vielen Dank dafür. Der hatte auch noch kein richtiges Heck. Also es hat hier unter den Türen hat's geendet. Das ist jetzt das richtige Heck. Und zwar mit Beleuchtung, genau wie hier am richtigen Modell. Und dann habe ich hier genommen? 1x4er Brick in Light Gray, der zum Beispiel als Aufnahme für ein Nummernschild dienen könnte, so wie hier. Man könnte jetzt zum Beispiel den Sticker, kann ich nicht richtig halten, was steht hier, MC 5580, den könnte man jetzt hier nehmen und könnte den transferieren auf den Trailer. Was der Trailer dann noch bekommen hat, weil ich das einfach cool fand, Basti hat sich ja gezeigt, der hat hier so eine Pseudo-Federung. Es ist einfach nur, dass das eigentlich ein Negativfederweg ist. Es kann halt ausfedern, aber es ist permanent eingefedert. Das habe ich hier auch gemacht. Das habe ich 1:1 eigentlich übernommen. Der ganze Mechanismus basiert wirklich auf diesem Mechanismus. Wirklich 1:1 übernommen, ein bisschen angepasst von der Größe her und das war's. Dann kann der nämlich die gleichen Spielereien machen. Wenn ich jetzt hier versuche, um meine Hand zu fahren, dann ist natürlich ein bisschen hoch. Aber so wird es gehen, so sieht man dann auch das, was passiert. Ja, die Türen habe ich euch gezeigt, dass hier drinnen alles hohl ist, auch gezeigt. Ich habe natürlich verwendet, was ging. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfangen kann. Das Ding schimmert in gefühlt 6 verschiedenen Weißtönen. Von Reinweißplatten, die ich noch da hatte, bis zu, jedem möglichen Grad der Vergilbung. Ich hatte einfach nichts anderes und ich wollte das Ding bauen.
Und ich wollte es nicht bunt bauen, ich wollte es passend bauen. Und ich habe einfach noch nicht die Zeit gehabt, eine größere Bricklink-Bestellung zu machen. Da könnt ihr zum Beispiel auch vorstellen, man könnte jetzt zum Beispiel mit 1x6er, 1x8er, 1x4er Bricks hier alles zuzimmern. Ich habe halt das genommen, was da war. Und auch dadurch kommen auch die Farben zustande. Was man hier unten noch sehen kann, hier endet es eigentlich. Also eigentlich sogar nicht, denn der eigentliche Aufbau startet direkt als Platte unter dieser blauen, unter der blauen Brickreihe. Dann kommt schon die erste Versteifungsreihe und dann kommen hier nochmal Bricks plus Plates zur Versteifung. Das ist also alles Zierelemente, was hier ist. Normalerweise hört er hier vorne auf. Ja. Dann habe ich noch darauf geachtet, dass, wenn der hier angehangen ist, dass man hier immer noch halbwegs senken kann. Ne? Also es fällt natürlich jetzt schwerer, man kann jetzt nicht mehr so schön hingreifen wie vorher, aber es geht dennoch. Ne? Wenn man jetzt hier auch von der Seite hat, dann geht das erst recht. Genau. Das war halt noch eine kleine Herausforderung. Ich hätte den auch noch weiter hinternehmen können. Dann hätte ich aber noch mehr modifizieren müssen hier an der Aufnahme. Wollte ich auch nicht unbedingt. Was noch wichtig war, ist, dass der Lenkwinkel hier halt passt, ne? Dass der sich frei darunter drehen kann. Und das kann er sogar, das ist genau auf Maß gemacht. Hier kann man das sehen. Hier kann man gerade noch so durchgucken. Hier. Zwischen Rad und hier sieht man meine Hand vielleicht so ein bisschen. Zwischen Lenkung und dem Anhänger. Also der kann hier wirklich in allerfeinster Manier drehen. Wenn ich jetzt natürlich lenken würde noch. Und lenken. Und der eckt nirgendwo an. Der bleibt nirgendwo hängen. Das funktioniert einfach nur sehr gut. Was kann ich euch noch sagen? Eine Anleitung habe ich nicht gemacht, weil das einfach nur ein Fun-Projekt war. Ich wollte einfach nur was Cooles haben für Basti. Dass er sieht, es geht. Und ich wollte es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hier steckt echt eine Menge Arbeit drin. Ja, erstmal drauf losgebaut. Ich mache das ja gerne. Ich baue erstmal drauf los. Und wenn ich dann eine Anleitung mache, dann mache ich die danach. Also ich baue im Stud.io dann nach dem eigentlichen Modell. Weil wenn ich hier anfange zu bauen und dann stecke ich die Steine und dann merke ich vielleicht, ah, das ist nicht so stabil oder das ist nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe, dann ist das für mich haptisch besser zu verarbeiten, als wenn ich erst das Ganze im Stud.io mache und dann vielleicht mit dem Stability-Rechner da rumhantiere und das dann auch vielleicht nicht so richtig hinhaut. Ich habe es lieber so. Und im Endeffekt kam das raus. Und ich finde, der hat eine ganz enorme Größe. Jetzt will ich vielleicht noch mal kurz zählen. 2, 62. 62 Noppen ist der lang. Und im Vergleich der Rig mal grob über den Daumen gepeilt bis hier. 22 länger. Also der dürfte 40 haben. Ja, also ein gutes, gut 50% länger. Beziehungsweise nimmt der Highway Rig 2/3 der Länge des Trailers ein. Man könnte den natürlich noch länger bauen. Aber ja, wie gesagt, mir gingen dann die Steine aus und die Platten. Und auch, ja, ich habe es halt so gemacht, dass es wirklich noch praktikabel ist. Er hat eine schöne Länge und er ist für mich gut umsetzbar. Und im Endeffekt muss das ja auch nicht die letzte Ausbaustufe sein. Wenn ich zum Beispiel mal dazu komme, mehr Steine und Platten zu bestellen, dann kann ich den ja immer noch ein Stückchen länger machen. Das ist ja kein Problem. Ich werde dann einfach nur hier abbauen und dann noch ein bisschen dranhängen und hier unten die Zierelemente nachnehmen und dann ist gut. Sollte also kein Thema sein. Aber so an sich schon ziemlich cool. Jetzt möchte ich noch kurz was auflösen. Und zwar hatte ich ich kann mich nicht genau entsinnen, in welchem Video, aber ich hatte immer mal gesagt, habt mal einen Blick auf das, was so im Hintergrund bei mir steht. Oder auch bei Basti. Denn den habe ich schon in ein paar Videos versteckt. Und mitunter auch in einer anderen Ausbaustufe, wo zum Beispiel diese Zierelemente noch gefehlt haben. Oder hier hinten der Bogen noch nicht so war. Da stand er mitunter hier oben auf dem Regal. Und ja, hat einfach so ein bisschen Easter Egg gespielt. Aber egal, jetzt seht ihr ja, wie er wirklich aussieht. Und habt ihn in voller Pracht erlebt. Ich finde den, wie gesagt, einfach nur astrein. Ja,
Ich werde euch jetzt gleich das Ding nochmal auf den Präsentierteller stellen. Also, ja, ist wirklich der Präsentierteller. Und von allen Seiten beleuchten und vielleicht noch einen kurzen Beat drunter legen. Lasst das kurz ein bisschen laufen. Dann könnt ihr euch das ganze Ding nochmal in aller Pracht angucken. Werde ich ihn noch aufmachen. Und ja, dann genießen wir noch ein bisschen. Brennend euer Feedback interessieren. Zum einen natürlich, wie findet ihr diesen Koloss? Baut ihr selbst Mocks? Das finde ich auch mal ganz interessant. Ich mock ja sehr gerne und da wäre ein reger Austausch sehr schön. Vielleicht auch mit Ideen. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, wie man den noch verbessern kann. Dass es dann vielleicht eine Community Edition davon gibt. Mit Einflüssen von den Zuschauern. Ja, ansonsten wie immer Lob, Kritik gern gesehen. Wir freuen uns da sehr drüber. Ihr habt ja auch jetzt auch einiges zu tun. Ich habe euch ja ein paar Videos genannt, die ihr jetzt noch anschauen könnt. Da ist viel spannendes Zeug dabei. Natürlich auch aus der Model Team Reihe. Und da kommt auch noch mehr. Ganz gewiss. Ich verspreche euch das. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Bleibt cool und Peace. Ciao.